Oh, jetzt liegst du mal, Kollege. Hast gut reingehauen, aber du bist auch zu viele Worker gegangen. Man muss immer eine Balance finden, Leute. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Leute. Wir spielen wieder eine Runde Legion Tower Defense. Ich hab Bock, ich hoffe, ihr habt auch Bock. Und ja, was pickt mir hier raus, Leute? Sieht irgendwie ganz komisch aus. Angler wäre eine Möglichkeit. Aber ich wüsste gar nicht so richtig, wie ich den beschützen könnte. Für die ersten Waves. Boah, mir fällt gerade so auf, dass das eigentlich hier alles Grütze, was ich hier habe. Also gefällt mir gar nichts. Wir könnten Albtraum starten auf jeden Fall. Wo ist mein Arkan? Wurzelqualle ist meine einzige Arkanquelle. Feuerfürst später. Boah, Leute, gefällt mir überhaupt nicht hier. Was ich sehe. Aber ja, mir bleibt nichts anderes übrig, leider. Also so eine schlechte Hand hatte ich schon lange nicht mehr. So, mein Kollege, was will er spielen? Wahrscheinlich, ja, Bananenkurier will er spielen. Ist okay. Gegner schickt mir was. Das heißt, ich kann hier auf 5 Worker eigentlich pushen. Himmelskönigin. Kann ich die bestrafen? Ich weiß gar nicht. Ich könnte bei Wave 3 mal versuchen. Eine Wurzelqualle. Das heißt, ich brauche 145 Gold in der nächsten Wave. Yo. Wenn ich versticke, sollte ich genug haben eigentlich. Kollege spielt Bananenkurier. Habe ich früher, sehr früher, also das heißt sehr, sehr viel früher, vor einem halben Jahr noch so ungefähr, habe ich den super gerne gespielt tatsächlich. Aber inzwischen spiele ich den nicht mehr so gerne. Also den Bananenkurier-Start. Ist nicht mehr so stark. Auf Wave 6 kannst du ihn so locker bestrafen. 7, 8. Also da bist du nur noch am Liegen, leider. Oder Gegner hat ordentlich geleakt. Für eine Snail. Das ist hier insane. Hat er gut gemacht. Bad Snail. So. Schick mal Income. Wir gehen hier auf die Unit. Das wird meine Nahkampf-Unit, denke ich mal, später. Hoffen wir mal, dass das reicht hier. Sehr gut, das sollte ich eigentlich halten. Ich denke mal, mein Gegner wird es halten. So, wir gehen auf den 6. Worker. Der liegt wieder. Das ist jetzt, glaube ich, hier so eine Teufelsspirale nach unten. Was hat denn der gebaut, dass er so liegt? Damit wird er es nicht halten können, das stimmt. Ja, das heißt, wir wegen Money ohne Ende, Leute. Wir graden den Teufelsfisch ab. Besser gesagt, die Kaulquappe auf den Teufelsfisch, so rum.
Und dann überlegen wir uns mal, wie wir die Sky Queen bestrafen können. Am besten mit einer Mule, würde ich sagen. Die Frage ist nur, wann. So, jetzt hat er zwei, aber ich könnte reichen eventuell. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Gegner schickt wieder. Besser für mich. Kann wieder auf Worker gehen. Na, obwohl. Ja, doch, muss er eigentlich halten. Der heilt sich ja auch noch. Ja, ich glaube, bei Wave 6 schicke ich eine Mule. Verdammt, ich kann die leider nicht upgraden. Ich hätte es wahrscheinlich auch schon gerecht mit einer Mule. Aber wie baut er denn eigentlich? Seine Sky Queen fliegt auch nicht so weit. Also irgendwie baut er nicht so, wie er bauen sollte eigentlich. Ganz komisch. Wir machen hier einen Typen da. Hängt. Zwei Kreuzquappen. Sollte eigentlich fit gehen. Gegner safe noch, ist aber kein Problem. Die halten lange aus gegen die sechste Wave. Wusste ich gar nicht. Die sind noch Arkanen, oder nicht? Aber voll lange durchgehalten. Der müsste eigentlich auch liegen. Und das heißt, wir kriegen den King damit rein. Und selbst wenn er nicht liegt, ist nicht viel. Also ich sollte da locker durchkommen. So 10-15% kriegen wir weg. Ja, die Wave dauert richtig lange. Mein Gegner spart seit zwei Runden. Das heißt, das ist nicht gut für mich. Umso länger die Runden dauern, umso mehr wird er schicken. Kollege schickt Income, sollte ich vielleicht auch machen. Wir machen mal noch einen Wassergeist, ob das wirklich viel bringt, ist eine andere Sache oder andere Frage. Glaube ich nicht ganz, aber egal. Ein bisschen King-Upgrades wird, glaube ich, nicht schaden. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Drei Gerubianer, das ist ein bisschen viel. Werde ich mit Sicherheit nicht schaffen.
Aber ich hoffe, ich nehme ganz viele Units raus. Da nehme ich noch einen Goblin raus. Leider nicht. Also sind alle so ein bisschen low. Schade. Muss man langsam gucken, was ich für den Boss mache. Ich meine, ich habe den Albtraum, aber der Albtraum reicht niemals alleine aus für den Boss. Da bräuchte ich eher den Berserker. Doppelgänger mit Pulverizer ist schon mal eine Möglichkeit später. Ich schicke hier eine Mule. Das ist, glaube ich, ganz gut. Stichschaden ist auf Wave 9 schwach. Hier brauche ich nicht mal zu bauen. Interessant. Alle Green Wings sind den ab. Dann Einwirke. 350 Gold brauche ich, richtig? 340 Gold. Dann lassen wir das so. Und dann baue ich Doppelgänger, dann schaffe ich eigentlich den Boss auch easy. Dann packe ich noch Pulverizer auf den Doppelgänger. Und dann gucken wir mal, was passiert. Eigentlich ist die gesamte Wave hier schwach gegen Stichschaden, verstärkt, so rum. Es gibt die Mule down. Ja, die Mule ist ein bisschen zu schnell down gegangen. Vielleicht reicht's noch, aber nee, sieht nicht so aus. Wird niemals reichen. So. Doppelgänger. Eigentlich kann mir ab dem Zeitpunkt nicht mehr so viel passieren. Kann gut sein, dass er hier jetzt schickt, aber ich sollte es eigentlich halten mit Doppelgänger. Problem ist natürlich, dass ich keinen Heal habe. Vielleicht ziehe ich noch einen Metzger oder so, das wäre episch. Schickt hier nicht. Schade. EPS bauen die. EPS. Ich glaube, ich schicke bei 13, Leute. Das ist hier nur Income erstmal. Damit ich ein bisschen Geld kriege einfach. Damit ich nicht zu weit behind falle. So, Pulverizer, bam bam. Wir graden die Unit ab. Die ist hier. Die hat hier eine gute Verteidigung.
Vielleicht so noch besser. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, was ich mache. So rum. 200 minus. Puh, da könnte was ordentlich kommen auf uns. Frage ich mich, ob die alles oder nichts gemacht haben. Nein, der ist auf Pulverizer gegangen. Bei dem anderen... Hat er Heal? Oder so? Nee, Zauberer Ben. So, reicht das hier, was ich hier habe? Sieht nicht so aus. Wieder so viele Low einfach. Kein Kill. So, wir pushen Worker. Oh, mein Kollege hat sogar gehalten. Komplette Wave, das heißt, er kann richtig pushen. Mit 60 im Minus. Das sollte so passen, denke ich. Gehen auf 15 Worker hoch. Mein Kollege schon bei 20, sehr nice. Der zieht mich so ein bisschen mit. Kommt wieder ein Dino, ein paar Upgrades. Ich schicke jetzt hier bei 13. Aber ich warte noch kurz. Wir machen weiter King Upgrades. Macht Sinn an deren Stelle. So, was kann ich jetzt machen hier, Leute? Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Also besser als das, was ich vorher hatte. Fürst des Todes raus dafür. Rein dafür. Feuerfürst raus, würde ich sagen. Tempest bringt mir nichts. Das ist eine gute Verteidigung erstmal. Die Coilquappe kann raus, glaube ich. Oder nehme ich doch lieber die Priesterin anstatt Fürst des Todes? Wassergeist. Ob ich den brauche, ist eine andere Frage. Ich glaube, ich mache mal so. Komplett random. So, beide haben geleakt. Wir haben lange gequatscht. Bisschen King Damage ist das, aber nicht so viel. Ich habe auch keine Natur-Unit. Was echt nicht nice ist. So, der Phönix ist hier schwach, also bauen wir den hier auch nicht. Ich habe keinen Healer. War aber auch klar. Ich denke mal, bei 15 kann man ruhig nochmal schicken. Oder bei 16 sogar. Ich muss nochmal gucken, was er hat. Der hat auf jeden Fall diese Rosse. Pegasus besser gesagt. Oder ich schick die ganze Zeit Income. Ich würde sagen, er ist echt nicht so. Obwohl, wir haben ein bisschen Arkan. Ja. Mal gucken.
Ich hoffe mal, ein Phönix reicht für die Wave 15. Oh, der liegt. Oh, der hat aber auch ordentlich gesendet. Habe ich gar nicht mitbekommen. So eine Belagerungsramme. Magieschaden hat er ja nicht, ne? Ui. Aber dann wäre der hier sogar noch besser, wenn er keinen Magieschaden hat. Zack, wir gehen auf den Phönix. Verringert den durch normale Angriffe erlitten Schaden um 30%. Das ist schon mal eigentlich ziemlich nice. Der kriegt 30% Schadensreduzierung auf nicht magischen Schaden. Und der Gegner hat eigentlich keinen magischen Schaden, so wie ich das sehe. Gucken, wie lange er überlebt. Ja, also man sieht, dass der überlebt richtig lange. Mal gucken, ob das aber gereicht hat. Das sollte ich hier easy halten. Ja, hat tatsächlich gereicht. Ich komme da durch. Ui, er hat es nicht geschafft. Gegner hat zwei Dinos geschickt. Das heißt, wir gehen hier arbeiten mindestens. Mindestens, ich würde sogar sagen 5. Aber wir warten, bis die Wave, bis die Welle zu Ende ist. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir immer noch ordentlich Points. Wir graden mal unsere Verteidigung ab. Das ist das Beste, was wir machen können, glaube ich, aktuell. Ist 17 eine verstärkte Wave? Warte mal, Metalldrachen haben Arkanverteidigung? Ist das schon immer so? Das schieben wir mal bei 18. Und beenden das Ganze, würde ich sagen. Oh, jetzt liegst du mal, Kollege. Hast gut reingehauen, aber du bist auch zu viele Worker gegangen. Man muss immer eine Balance finden, Leute. Und hat die aber wieder ordentlich geschickt. So, also diese Wave sollte ich eigentlich halten können, da ich gerade so viele Verstärkt-Jones habe und dann habe ich noch die die Doppelgänger und die machen guten Schaden hier. Phönix macht hier nicht so viel Schaden. Also liegt die gesamte Wave an den Doppelgängern. Mal schauen. So, Gegner schickt wieder Income. Wir machen das jetzt einfach mal so. Schamane, Vierauge.
Dann die ganzen Aura-Units. Da sollte ich da durchkommen eigentlich. Ja, easy peasy. Wir gehen full of worker. Rudelsführer. Fürst des Todes reicht hier leider nicht. Dann lieber so vielleicht, weil die macht guten Schaden. Nochmal Verteidigung erhöhen, würde ich sagen. Sicherheitsmaulwurf. Reicht das noch für den Einsiedler? Ich glaube nicht. So, da kommt ordentlich was auf dich zu, mein Freund. Bin mal gespannt, ob du das halten kannst. Der hat schon mal ein Hades. Aber ich denke mal, wir gehen da durch wie Butter. Der hält komplett die Wave. Er liegt. Er müsste eigentlich auch liegen. Ja. Ich glaube, es ist GG, Leute. Ein Worker ist noch drin. Wenn sie es überleben sollten. Reicht das? Ach doch. Haben die nicht geschafft. War knapp noch am Ende, aber... ja, ich glaube, wir hatten einen guten Flow. Irgendwann ab der Mitte waren wir gut dabei. Unser Kollege hat uns gut gecarried am Anfang. Später haben wir, glaube ich, mehr gecarried. Obwohl, aber er hat echt gut geschickt, muss man schon sagen. Guter Spieler. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, Leute. Falls ja, würde ich mich auf ein Abo freuen. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und be one step ahead. Haut rein. Ciao.